Speed Limit. Erstmal zwei fette Daumen nach oben, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, nur einen Daumen, weil ich in der anderen Hand die Kamera halte. Ich habe euch ja versprochen, dass ich jetzt ein Vlog mache mit der 360-Grad-Kamera. Wie das Vlog jetzt wird, weiß ich nicht, weil ich jetzt mit der Kamera nur filme. Ich kann mich jetzt leider nicht selbst sehen. Wie gesagt, die Kamera habe ich, ist ein China-Produkt, ist jetzt keine, ja, keine hochwertige Kamera, die wie Apple die rausgebracht hat. Aber ich wollte euch trotzdem mal zeigen, wie ihr die Landschaft hier so sehen könnt. Ja, ich habe mir jetzt eine ruhige Ecke hier ausgesucht, weil es, wo ich eigentlich lang gehen wollte, ist es doch ziemlich laut und ihr würdet eher die Autos hier hören als mich. Folgendes Problem ist dabei entstanden. Ich bin schon eben gerade unterwegs gewesen, war schon auf dem Hallenweg da, zur Post, wie ich euch schon im zweiten Video erzählt habe. Ja, und plötzlich ging gar nichts mehr. Ja, ich habe irgendwo einen falschen Knopf gedrückt und die Kamera hat sich aufgehangen. Bums, war alles weg und ich war schon halben Weg. Ich meine, ich habe jetzt zur Post, ja, 4 Kilometer. Hätte ich mit dem Auto jetzt fahren können, aber ich wollte ja euch die Kamera zeigen und ihr solltet ja euch mal einen Überblick verschaffen, wie die Vlogs jetzt von mir werden. Gut, ich weiß jetzt nicht, wo ich hier hingehe. Wie gesagt, ich wollte mir halt eine ruhige Ecke aussuchen, aber jetzt merke ich, dass ich irgendwo auf eine Bundesstraße zugehe. Egal. Ja, da hat sich die, ja, wie gesagt, ich war schon auf halbem Weg und dann hat sich die Kamera, ja, aufgehangen. Jetzt musste ich die natürlich resetten, hatte nichts dafür, womit ich die resetten konnte und muss ich jetzt einen Kilometer oder 1,5 Kilometer wieder zurücklaufen und habe mir jetzt die Resetnadel geholt. Ja, ich bin jetzt unterwegs zum zweiten Mal. Jetzt wird es laut. Okay, ich gehe jetzt erstmal rüber über die Brücke. Aber ihr könnt euch erstmal hier anschauen, die Bundesstraße. Cool, nicht? Ja, vielleicht hört ihr mich trotzdem, ich weiß es nicht. Wird sich gleich, wenn ich das Video bearbeite, wird sich dann herausstellen, ob ihr mich hört. So, jetzt sind wir drüber. So, jetzt können wir schön aufs Feld rein. Von dem Feld gehe ich dann wieder auf die Straße, auf die Bundesstraße zu. Also können wir noch ein bisschen quatschen. Dann mache ich die kurz aus, weil es lohnt sich nicht den ganzen Weg, dass ich jetzt hier die Kamera festhalte. Ich bin ein bisschen sauer, weil das bringen sich halt diese, ja, in Anführungsstrichen Billigkameras bzw. die Fingerprodukte mit sich. Oh, jetzt kommt da ein Radfahrer. Gut. Das, wie gesagt, die China-Produkte bringen das mit sich, dass die sich mal aufhängen halt, nicht? Aber da muss man das in Kauf nehmen, weil da habe ich auch über 100 Euro weniger dafür ausgegeben. Aber ich hoffe, dass die Bildqualität und so wird darunter jetzt nicht so extrem leiden. Gut, dass es auch schönes Wetter ist. Ich habe schon gedacht, komm, gehst du jetzt nochmal los oder nicht? Aber ich habe gesagt, ich habe euch versprochen, ich mache den Vlog jetzt und wollte auch nicht so lange drauf warten. Ich war eh selber gespannt, wie die Bilder werden und ja. Ich komme jetzt in ein Feld rein, Feldweg. Ja, ganz nett, ne? Hier hast du irgendwelche, eine Molkereifabrik oder keine Ahnung, was das ist, oder vielleicht ein Wasserkraftwerk, wenn ihr euch da rüberschaut. Das ist jetzt, wie gesagt, mein erstes Vlog, das ich jetzt mache. Wahrscheinlich genauso beschissen wie das erste Video, das ich gemacht habe. Aber ich bin ja selbst drauf gespannt, wie die Kamera überhaupt die Bilder macht, weil ich habe die Kamera ausprobiert bei mir zu Hause. Das war nicht der Hit halt, ne? Da war das Licht nicht so besonders, dann war es verpixelt, die ganze Sache. Und ich glaube, solche Kameras muss man halt draußen benutzen. Die sind auch für draußen, für Action-Videos gedacht und bringt das besser rüber, wenn es draußen ist. Also, ist ja auch eine 360-Grad-Kamera. Was wollt ihr euch halt im Wohnzimmer großartig angucken? Ne? Draußen habt ihr mehr zu tun. Natürlich sollte man schon die Kamera bei dementsprechenden Events einsetzen. Also das heißt, wo mehrere Leute sind, wo mehr was zu sehen ist. Was ich jetzt hier mache, da habt ihr nicht viel zu sehen. Also ich gehe jetzt den Weg entlang, könnt euch das hier ein bisschen umschauen, aber mehr gibt es ja auch nicht. Aber wie gesagt, das ist ja nur der erste Vlog, damit ihr seht, was man mit der 360-Kamera machen kann.
So, ich bin jetzt gleich auf der Straße, auf der Hauptstraße da vorne. Da wird es ein bisschen lauter, deshalb werde ich da auch nicht weiter drehen. Vielleicht melde ich mich gleich zurück, wenn es ein bisschen ruhiger ist. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr die Bilder jetzt so findet, wie ihr überhaupt das, die Idee findet, mit einer Vlogs mit 360-Grad-Kamera zu machen. Ich fahre jetzt noch demnächst nach Soltau, Heidepark, bester Autofahrer Deutschland. Da können coole Bilder entstehen mit der 360-Kamera. Solltet es mir in die Kommentare schreiben, soll ich das mit der normalen Kamera aufnehmen, soll ich das mit der 360-Grad-Kamera aufnehmen? Schreibt es mir rein, ich werd mal sehen, was ich draus mache. Vielleicht mache ich auch beides. Ja, schön, dass ihr erstmal zugeschaut habt und dann sage ich bis bald. Ja, ich bin's wieder. Ich wollte euch mal was Krasses zeigen. Schaut euch mal hier das hier an. Wahnsinn, oder? Da haben sie sich aber richtig was Cooles ausgedacht. Ein Käfer als eine Spinne. Das ist nicht mehr weit. Ich bin gleich da, bei der Post und bei der Bank halt. Ich wollte mir ja noch zur Bank was erledigen. Und ja, dann melde ich mich kurz nochmal wieder, gehe ich nach Hause und werde dann versuchen, die beiden Videos hochzuladen. So Leute, ich habe jetzt alles erledigt, bin jetzt von der Post zurück. Ja, werde jetzt gleich zu Hause sein. Ja, was heißt gleich? Dort noch ein bisschen. Es sind doch einige Kilometer, die ich jetzt gelaufen bin. Weil ich ja die Kamera jetzt austesten wollte, bin ich jetzt zu Fuß gelaufen. Hier seht ihr nochmal das krasse Teil hier. Wahnsinn, ne? Super Käfer. Ach, was die sich dabei gedacht haben, ey, das ist echt genial. Finde ich immer krass. Wie gesagt, ich wollte es immer filmen, aber ich bin immer daran vorbeigefahren mit dem Auto. Ja. Jetzt bin ich jetzt unterwegs, zurück und das Video gleich hochladen. Ja, schauen wir mal. Komm. Okay. So. Jetzt sind wir erstmal rüber über die Straße. Muss man sich immer konzentrieren dabei. Sonst, wenn du Kamera fesselst und dich auf die Straße guckst, kann schlimm was passieren, ne? Ja, dann sage ich erstmal bis bald zum dem nächsten Video. Das wird ein Unboxing-Video sein oder zum Heidepark Soltau fahre, Deutschlands bester Autofahrer mitmache. Wahrscheinlich wird das eher das sein, aber ich weiß nicht. Vielleicht wird es auch das Unboxing-Video sein von Lutschist CreateBox. Okay, dann wünsche ich euch noch mit dem Video jetzt viel Spaß. Sagt mir, lasst mir ein Like da. Schreibt es mir in die Kommentare. Abonniert mich, wenn ihr wollt halt, ne? Und sehen uns. We put the good in the good life. We put the good in the good life.